Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Über 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Krebs. Über 220.000 Menschen sterben jährlich daran. Über 1.800 Kinder unter 15 Jahren erkranken an Krebs. Nach dem Motto Helfen, Forschen, Informieren hilft und berät die Deutsche Krebshilfe Betroffenen und Angehörige. In diesem Jahr haben auch die Modellbauer unter der Leitung von Carsten Heide die Aufgabe übernommen, mit einer Ausstellung ihrer selbstgebauten Modelle den an Krebs erkrankten Kindern zu helfen. Die Ausstellung fand in der Stadthalle Bad Hersfeld statt und wurde durch den Bürgermeister der Stadt Bad Hersfeld eröffnet. Wir sprachen mit der Pressesprecherin der Veranstaltung. Ja, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal hier die Modellbauausstellung in Bad Hersfeld nach dem Vorbild in Holzminden. Dort findet nämlich eine solche Ausstellung schon seit ein paar Jahren statt. In diesem Jahr zum 16. Mal bereits. Im vergangenen Jahr sind dabei 53.000 Euro sogar an Spendengeldern rumgekommen. Jetzt haben die Organisatoren hier, Carsten Heide, Michael Meester und eben Helmut Duntemann aus Holzminden, sich gedacht, das machen wir jetzt auch mal in Bad Hersfeld. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das in den nächsten Jahren hier noch wächst und auch zu einer regelmäßigen Geschichte wird. Die Modellbauanlage hat bestimmt viel, viel Zeit beansprucht. Ja, also das ist alles in sehr, sehr langer Arbeit eingestanden. Wir haben uns auch erst 2011 gegründet, haben dann Mitte 2012 angefangen, uns diese Anlage aufzubauen. Das sind alles einzelne Modulrahmen von einer Größe von 1 Meter auf 70 Zentimeter, wo nur die Schienen fest sind. Die sämtlichen Landschaftsmodule können wir auswechseln. Und da wir ein loser Zusammenschluss von Modellbauern sind, kann eben jeder das bauen, was er so gerne möchte. Die Spendengelder, die sind für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Wir haben hier einen freiwilligen Eintritt und wir haben natürlich Spendendosen aufgebaut, sodass wir A, diese Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammeln und B, aber auch für die Tour der Hoffnung, denn Alexandra Putwill und ihr Team haben hier heute Kuchen, ganz viele selbstgebackene Kuchen aufgestellt und sammeln eben parallel dazu auch für die Tour der Hoffnung noch eben Geld aus dem Kuchenverkauf.